Ich bin's, der Atta, und ich begrüße eine neue Folge von Skyrim. Ja, wir haben in der letzten Folge ein kleines bisschen was für Beowulf gemacht und wir müssen ihm jetzt folgen. Er will uns das ja ein bisschen zeigen, was er abgeht. Ihr seid also Brynjolfs neuer Schützling. Ja, genau, bin ich. So, und dann wird er uns zeigen, wie es hier aussieht, was wir hier machen können. Jetzt einmal Gewölbe. Elend. Ja, ist ein bisschen langsam. Aber naja. Der spürt eine Flasche Zisterne. So, dann mal schauen, was er so zu sagen hat. Ich hoffe, ihr habt dafür einen schönen Tag bisher gehabt. Es geht es soweit gut. Elentruhe. Was war das nicht? Narsa, von dieser Person hier habe ich euch erzählt. Unser neuer Rekrut. Das wird hoffentlich nicht schon wieder eine Verschwendung von Gildenmitteln, Brynjolf. Bevor wir weitermachen, will ich eines absolut klarstellen. Wenn ihr euch an die Regeln haltet, seid ihr am Ende reich. Wie jetzt schon? Wenn ihr die Regeln brecht, verliert ihr euren Anteil. Kein Wenn und Aber, keine Diskussion. Ihr tut, was wir sagen, wann wir es sagen. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Hä? Was? Ich weiß, Regeln? Wir sind doch Diebe, wozu Regeln? Ja, ja, ich verstehe. Gut, dann ist es wohl an der Zeit, euer Fachwissen auf die Probe zu stellen. Wartet mal. Ihr redet doch nicht etwa über Goldenglanz, oder? Selbst unsere kleine Vex ist da nicht reingekommen. Ihr behauptet, dass dieser Rekrut eine Begabung für unser Geschäft aufweist. Denn dann soll er es beweisen. Gut Goldenglanz ist für einen unserer größten Kunden enorm wichtig. Allerdings hat sich der Eigentümer plötzlich entschieden, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und uns auszusperren. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Brynjolf wird euch die Einzelheiten erklären. Mercer, habt ihr nicht etwas vergessen? Hm? Oh, ja. Weil Brynjolf mir versichert, dass ihr ein großer Gewinn für uns seid, könnt ihr mitmachen. Willkommen in der Diebesgilde. Willkommen in der Familie, Bürschchen. Ich erwarte, dass ihr reichlich Geld einbringt, also enttäuscht mich nicht. Und wie komme ich zu meinem Anteil? Ganz einfach. Tut, was man euch sagt und haltet eure Klinge sauber. Wir verdienen unser Geld nicht mit Mord. Ihr solltet mit Delvin Mallory und Vex reden. Sie kennen sich aus und können euch ein paar zusätzliche Aufträge verschaffen. Oh, und sprecht mit Tonelia in der zersplitterten Flasche. Sie kümmert sich um eure neue Rüstung. Wir kennen neue Rüstung. Ja, Goldenglanz-Auftrag. Was war denn da los? Gut, Goldenglanz ist eine Imkerei. Dort liefern die verdammten kleinen Biester ihren Honig ab. Das Gut gehört einem großmäuligen Waldelfen namens Aringoth. Ihr müsst ihm eine Lektion erteilen, indem ihr drei der Bienenstöcke niederbrennt und den Tresor im Haupthaus leerräumt. Wo ist der Haken? Der Haken besteht darin, dass ihr nicht einfach alles niederbrennen könnt. Der bereits erwähnte und wichtige Kunde Mercer wäre in diesem Fall außer sich vor Wut. Klingt sinnvoll. Ja, unsere Kunden zu verärgern, ist das Letzte, was wir tun wollen. Was mit Aringoth? Maven möchte, dass Aringoth am Leben bleibt. Wenn er euch jedoch daran hindert, den Auftrag zu erledigen, tötet ihn. Für die Gilde hängt viel davon ab. Lasst mich nicht dumm dastehen, indem ihr es vermasselt. Wie? Sie sind wie kleine Festungen aufgebaut, um dem Wetter zu trotzen. Ihr Schwachpunkt ist jedoch das Feuer. Außerdem wird eine riesige Rauchsäule den Einwohnern von Rifthorn perfekt verdeutlichen, dass wir es ernst meinen. Wo brennen wir nicht gleich das ganze Anwesen nieder? Ich gebe euch einen guten Grund. Maven Schwarzdorn. Wenn wir alle Bienenstöcke abbrennen, muss sie den Honig für die Brauerei importieren, was ihren Gewinn schmälert.
eine Vereinbarung mit Maven und achteten auf Gut Goldenglanz, um den Honig fließen zu lassen. Wenn es Probleme mit den Arbeitern gab, haben wir uns darum gekümmert. Mitbewerbern, die Honig von Aringot kaufen wollten, stahlen wir die Ladung. Im Gegenzug ermöglichte es uns Maven, Aringot zu erpressen und reichlich Geld zu scheffeln. Wie gefährlich ist es, ihr in die Quere zu kommen? Sagen wir es mal so. Nichts geschieht in Rifton ohne Mavens Zustimmung. Ein Wort von ihr und ihr könnt den Rest der vierten Ära im Gefängnis verbringen. Such ein... Nein. Gut Goldenglanz hat der Gilde Unmengen eingebracht. Man könnte es als unser bestes Geschäft bezeichnen. Dann zahlt Aringot aus heiterem Himmel unseren Anteil nicht mehr. Mercer war nun verärgert, um es milde auszudrücken. Also haben wir Vex geschickt und dann herausgefunden, dass er Söldner angeheuert hatte, um das Gut zu bewachen. Söldner, nicht die Wachen von Rifton? Genau. Aringot hat die Wachen zum Teufel gejagt und die gesamte Insel befestigt. Vex ist gerade noch mal mit dem Leben davon gekommen. Ihr solltet mit ihr reden, bevor ihr geht. Ja, das brauchen wir nicht. Seid auf der Insel vorsichtig. Diese Söldner nehmen keine Gefangenen. Wenn wir so ein bisschen Sachen mitnehmen, machen wir ja selten, weil wir ja anständige Diebe sind. Zeig mal aus, was hier drin ist. Ja, ja. Ja. Hängstruhen. Oh. Wir sind zur Übungszwecken hier. Bitte nutzt sie nicht zur Aufbewahrung von Gegenständen. Die Schlösser an den Truhen wurden einige Eigensuche zu werden, dass sie nach kurzer Zeit den Ausgangs Fragen habt, wendet euch an Niorin. Okay, weiter nach rechts. Ah. Meister, Meister. Hä? Auch nicht. Wir nur kurz antesten, aber wir brechen trotzdem nochmal ab. Ah, da rechts ist es. Machen wir mal so. Easy. Ja, ja, ja. Herrling. So. Novize. Brauchen wir auch nichts von. Können wir mitnehmen. Aber eigentlich brauchen wir eigentlich gar kein Geld mitnehmen, aber egal. Ja. Oh. Hübsch. So, haben wir hier noch? Hey, können wir kurz reden? Ihr schlagt hier richtige Wellen. Das gefällt mir. Wenn ihr euch mal unterhalten wollt, egal worüber, sagt einfach Bescheid. Da führen wir wohl nichts Gutes im Schilde, nicht wahr? Auch schon. Ich werde es euch beibringen. Aber es wird euch etwas...
Der rührt von einem Auftrag her vor ein paar Jahren. Sollte eigentlich bloß ein simpler Einbruch werden. In ein Haus in Windhelm. Ich arbeitete mit Vex zusammen und wir sind ohne Schwierigkeiten reingekommen. Wir fanden die Beute und machten uns aus dem Staub. Ich rufe euch nochmal. War es auch. Bis wir wieder draußen waren. Das Haus war von der Stadtwache umzingelt. Der Kunde hatte uns verraten. Vex meinte bloß, ich solle laufen. Also lief ich. Die Hälfte von denen jagte mir hinterher, die andere Hälfte ihr. Wurde einer von euch geschnappt? Ihr macht wohl Witze. Vex hatte sie im Nu abgehängt. Sobald sie in die Schatten tritt, verschwindet sie einfach. Ich lief und lief. Schnurstracks durch die Tore von Windhelm. Den ganzen Weg zurück nach Rifton. Das ist eine unglaubliche Strecke. Vex wartete schon in der zersplitterten Flasche auf mich, als ich reinkam. Schweißgebadet. Die haben mich alle bloß angeguckt und losgeprustet. Warum haben sie denn gelacht? Naja, ich hatte vergessen, dass wir unsere Pferde gleich außerhalb von Windhelm angebunden hatten. Vex ist mit ihrem zurückgeritten und war Stunden vor mir da. Und daher trag ich diesen Spitznamen. Behaltet die Geschichte für euch, ja? Na gut. Goldenglanz. Ich würde gar nicht erst versuchen, die Bienenstöcke mit einer Waffe klein zu hacken. Steckt sie einfach an. Die brennen wie Zunder. Bietet die Gilde andere Dienste an? Da braucht ihr eigentlich nur mit einer einzigen Person zu sprechen. Tornelia. Sie ist die Hehlerin der Gilde. Stellt ihr euch gut mit ihr, wird sie euch reich machen. Aber wenn ihr versucht, sie übers Ohr zu hauen, bekommt ihr es mit der ganzen Gilde zu tun. Okay. Wenn ihr noch Diebestraining benötigt, dann sagt einfach Bescheid. Natürlich wollen wir uns ja in Ruhe umgucken. Gildentruhe. Jupp. Ach, hier ist eine Gildentruhe, die ist aber schon leer. Und hier ist eine, die ist noch voll. Jupp. Wir brauchen jetzt schon. Da würde es weitergehen, das wollen wir aber noch nicht. Wir sind noch nicht am Ruge, da haben wir noch nicht mit einem gesprochen. Schattenzeichen. Beistelltisch. Duschen. Irgendwas drin. Irgendwas drin. Noch kein Wort. Ich habe jede Quelle genutzt, die mir zur Verfügung steht. Aber ich kann keine Spur eurer Eltern finden. Wer auch immer sie sind, sie haben alle Spuren ihrer Existenz getilgt. Das ist eine reife Leistung, wenn man die Qualität meiner Quellen bedenkt. Wenn ich etwas Neues erfahre, werde ich mich bei euch melden. Till Neubeere. Ja. Aber Rifton wollen wir nicht. Hi. Guten Morgen. Oh, nett von dir. Hättet ihr kurz Zeit? Ich wollte euch etwas sagen. Hey, Rune. Ich habe noch nie jemanden mit euren Fertigkeiten gesehen. Wisst, dass ihr zu mir kommen könnt, wann immer ihr etwas braucht. Wie seid ihr da zu euren ungewöhnlichen Namen gekommen? Mein Vater hat mir erzählt, dass er mich als kleiner Junge unter den Wrackteilen eines Schiffes fand, das vor der Küste von Einsamkeit versank. In meiner Tasche fand er nichts weiter als einen kleinen Stein, in den merkwürdige Runen eingraviert waren. Wisst ihr, was sie bedeuten? Niemand weiß das. Ich war mit dem verfluchten Ding sogar schon an der Akademie von Winterfeste. Die Suche nach der Bedeutung der Runen hat mich das letzte Geld gekostet, das ich durch die Gilde verdient habe. Vielleicht sollt ihr ja gar nichts wissen. Vielleicht. Vielleicht sind sie nichts als Unsinn. Gehaltloses Gekritzel, das jemand aus Langeweile fabriziert hat. Aber wenn nicht, wenn sie tatsächlich etwas bedeuten, wenn sie mir meine Herkunft verraten könnten. Auf welchem Schiff ich war. Einfach alles. Und wem verdankt ihr diesen Namen? Der Fischer, der mich fand. Der Mann, den ich meinen Vater nenne. Er gab ihn mir. Er hielt ihn wohl für passend. Ich habe ihn nie geändert. Das wäre nicht richtig gewesen. Ich halte dir die Augen danach offen. Das weiß ich zu schätzen.
wandelt mit den Schatten. Es ist schön, euch wiederzusehen, Freunde. Gildentruhe. Hey, du da. Hey, ich will mit euch reden. Jetzt. Ja, ist doch gut. Kann man freundlich noch sagen. Sie Arsch! Ihr habt also einen Banditenclan angehört? Ich hatte mich ihnen vor vielleicht 10 Jahren angeschlossen. Ein kleiner Clan, vielleicht 20 Leute. Wir haben Dörfer überfallen, Karawanen ausgeraubt. Aber für sie war das Töten immer das Wichtigste. Aber nicht für euch? Versteht mich nicht falsch. Die ersten Jahre bei diesem Clan waren einige der schönsten Jahre meines Lebens. So viel Speisen, wie ich essen, so viel Wein, wie ich trinken und so viele Frauen, wie ich beglücken konnte. Was hat sich verändert? Es war Frühling, als wir eine Karawane ausgeraubt haben. Ich glaube, es waren ein paar Wagen mit einigen Bauern, die in ein anderes Dorf zogen. Sie waren keine große Herausforderung. Am Ende waren nur noch die Frauen und Kinder übrig. Dann hat der Anführer unseres Clans, Gartek, uns befohlen, auch die zu töten. Ihr musstet das noch nie tun? Nein, normalerweise ließen wir sie laufen. Ich weigerte mich und Gartek befahl dem Clan, mich ebenfalls zu töten. Zum Glück hatte ich einige Freunde im Clan, die sich sofort auf meine Seite geschlagen haben. Wir haben einander in Stücke gehauen. Als es vorbei war, sind die Überlebenden einfach ihre eigenen Wege gegangen. Gartek? Ich habe seinen Kopf auf einem Speer bei den Überresten der Karawane zurückgelassen. Hübsch. Ich habe nie erfahren, was aus den anderen Überlebenden geworden ist. Sie haben wohl, wie ich, einfach ein neues Leben angefangen. Immer ein Vergnügen. Immer ein Vergnügen. Ich hoffe, es ist wichtig. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mich zu stören? Naja. Wir wollen ja nichts klauen. Wir dürfen nehmen. Ein gut gemeinter Rat. Enttäuscht mich nicht. Wie redest du mit dir selbst? Waren wir schon, oder? Ja. So, wir haben noch den mit der Kapuze. Ich hab zum Quatschen, aber ich weiß nicht, wo der hin ist. Guten Tag. Jen, genau. Ja? Und der will nichts. Zu dir? Ich glaube, ihr seid in Ordnung, ja. Eigentlich bin ich sogar beeindruckt, wie gut ihr euch hier macht. Aber das bleibt unter uns, ja. Besser knacken? Nehmt euch einen Stuhl. Das ist eine längere Geschichte. Als ich in diesem Geschäft anfing, war ich eigentlich nicht an der Gilde interessiert oder daran, ein Dieb zu sein. Mit euren Fähigkeiten, warum nicht? Ich wollte auch nicht andeuten, dass ich ein ehrliches Leben führte. Mit meinem Geschick im Aufbrechen von Schlössern war ich ein Naturtalent in Sachen Gefängnisausbrüchen. Und habe mir auch ein hübsches Sümmchen damit verdient. Gefängnisausbrüche? Was ist das? Das bedeutet, dass ein Kunde euch dafür bezahlt, dass ihr verhaftet und in ein Gefängnis geworfen werdet, nur um wieder auszubrechen. Normalerweise tut man das, um jemanden zu befreien, an dem dem Kunden etwas liegt. Und manchmal, nun, um jemanden in seinem Namen zu töten. So oder so kommt es aber auf die Flucht an. Und hier konnte ich mein besonderes Talent nutzbringend anwenden. Warum habt ihr damit aufgehört? Nun, als Gefängnisausbrecher arbeitet man auf eigene Faust. Es gibt keine Gilde, die einem Rückendeckung gibt. Ich erledigte Aufträge für die Diebesgilde und für die Dunkle Bruderschaft. Aber wenn nicht alles wie geplant verlief, war ich auf mich allein gestellt. Ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Der letzte Gefängnisausbruch, den ich versuchte, ging schief. Ich war 3 Jahre lang in Hochfels eingekerkert, bevor sie mich gehen ließen. Danach habe ich mir geschworen, das nie wieder zu tun. Warum habt ihr euch der Gilde angeschlossen und nicht der Bruderschaft? Ich weiß nicht. Ich glaube, mir war klar geworden, dass mir im Alltagsleben meine Talente als Dieb mehr einbringen würden als als Assassine. Jemanden in einem Gefängnis zu töten ist viel einfacher als das, was die Dunkle Bruderschaft tut.
Ich wollte wohl lieber auf Nummer sicher gehen. Ich kannte Delvin bereits, fragte ihn, ob ich eintreten dürfte, und das war's. Wir sprechen uns sicher wieder. Ja. Braucht etwas? Jo, die Ruin. Ihr habt schon viele. Ja, ja. Ich zeige euch, was ich weiß. Kommt gerne wieder, wenn ihr eure Schießkünste verbessern wollt. Lass mir nichts beibringen, du bist zu schlecht. So, wir können jetzt mal kurz gucken. Wir gehen in die zersplitterte Flasche. Lass ja wieder alles stehlen? Echt? Ah, Wex. Bevor wir anfangen, will ich zwei Dinge unmissverständlich klarstellen. Zum einen, ich bin der beste Infiltrierexperte, den dieses Rattenloch von Gilde zu bieten hat. Wenn ihr glaubt, ihr könntet meinen Posten übernehmen, habt ihr euch getäuscht. Und zum Zweiten, ihr folgt meinem Beispiel und tut genau, was ich sage. Keine Fragen, keine Ausflüchte. Dann verstehen wir einander ja. Gut. Jetzt ist es Zeit, dass ihr Erfahrung sammelt und ich will keine Zeit mit Nebensächlichkeiten vertrödeln. Warum geht es denn? Ich darf doch keine Frage stellen. Ich will nichts beschönigen. Es geht uns hier unten nicht gut. Habt ihr eine Ahnung, warum? Wer weiß. Der alte Delvin glaubt, es sei ein Fluch im Spiel. Ich glaube, er ist verrückt. Wenn ihr mich fragt, dann ist das einfach bloß Pech. Und was nun? Ihr könnt uns da draußen wieder einen Namen machen. Dafür sorgen, dass sie uns fürchten. So wie früher einmal. Und dabei könnt ihr auch gleich ein wenig Geld verdienen. Das ist doch kein schlechtes Geschäft. Was meint ihr? Aha. Ich habe erfahren, dass ihr Schwierigkeiten aus Goldenglanz hattet. Das stimmt. Dieser Taugenichts von einem Waldelfen, der ist viel schlauer, als ich erwartet hatte. Könnt ihr es fassen, dass dieser Mistkerl seine Wachen mehr als verdreifacht hat? Es müssen 8 von ihnen dort drinnen sein. Als wollte er uns herausfordern, zu kommen und ihn zu holen. Habt ihr irgendwelche Tipps? Nun, es gibt einen alten Abwassertunnel, der sich auf der nordwestlichen Seite der Insel in den See ergießt. So bin ich dort hineingelangt. Sicher ist er immer noch unbewacht. Ist dieser seltsame Stein was wert? Es ist schon eine Weile her, seit ich einen davon gesehen habe. Das ist ein Stein von Barensia. Was wert? Nicht in diesem Zustand. Den Stein hat ein Dieb aus der zeremoniellen Krone Barensias entfernt, um seine Spuren zu verwischen. Wie gibt es davon? Ich glaube, es waren insgesamt 24. Die meisten Leute bewahren sie nur als Kuriosität auf. Im Laufe der Jahre haben einige Gildenmitglieder versucht, sie zu finden, aber ohne Erfolg. Nun, bis jetzt. Ihr wollt ihn ganz sicher nicht kaufen? Hört zu, ich kann nur Dinge kaufen, die ich schnell mit Gewinn weiterverkaufen kann. Und diese Steine will niemand haben, wenn nicht der ganze Satz beisammen ist. Ich sage euch etwas. Kommt wieder, wenn ihr auch die restlichen gefunden habt. Sonst behaltet ihn. Vielleicht bringt er euch Glück. Ja, ich habe 9 von 24. Ist ja der Wahnsinn. Zusätzliche Aufträge? Ich kümmere mich um Einbruch, Denunziation, Ausräumen und Raubüberfälle. Meistens muss man dazu irgendwo einsteigen. Wenn euch solche Arbeit nicht zusagt, wendet euch an Delvin. Bei ihm geht es etwas direkter und, sagen wir, persönlicher zu. Wenn ein Kunde uns braucht, um einen anderen auszuschalten, benutzen wir andere Methoden als die dunkle Bruderschaft. Wir finden eine andere Möglichkeit, um ihn aus dem Weg zu räumen. Ihr schmuggelt gefälschte Beweise in das Haus der Zielperson, dann geben wir der Stadtwache einen Tipp. Der Rest geht dann ganz von allein. Meint ihr, dass ihr das schafft? Vielleicht ein andermal. Soweit ich weiß, fallen Goldmünzen nicht einfach so vom Himmel. Ihr nehmt besser ein paar Aufträge an, wenn ihr euren Anteil verdienen wollt. Bitch. So. Alle Augen sind auf euch gerichtet. Enttäuscht uns nicht. Brynjolf also. Lasst mich raten. Er hat euch auf der Straße aufgegriffen und euch einfach ins kalte Wasser geworfen, ohne euch die kleinen, gemeinen Details zu verraten. Richtig?
Ich weiß, was ich tue. Wenn ihr mich anlügt, werde ich ganz sicher nichts für euch tun. Versprochen. Andererseits, wenn ihr mir einige dieser zusätzlichen Aufgaben abnehmt, steigt ihr auf meiner Liste ganz nach oben. Hallo. Mit dieser Einstellung kann man hier reich werden und ein schönes, langes Leben genießen. Wir beide werden gut miteinander auskommen. Also, solltet ihr euch als fähig erweisen, habe ich jede Menge Aufträge für euch, um die Gilde wieder ins Geschäft zu bringen. Okay. Schaut euch doch mal um. Die zersplitterte Flasche, die Gilde. Es geht alles vor die Hunde. Noch vor ein paar Jahrzehnten war es hier genauso geschäftig wie in der Kaiserstadt. Aber jetzt kann man schon froh sein, wenn man nicht über einen Skever stolpert. Was geschehen? Passt auf. Ich weiß, dass die anderen mich für leicht verrückt halten, so etwas zu sagen. Aber ich will offen mit euch sein. Irgendwer oder irgendwas da draußen ist verdammt sauer auf uns. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber es geht nicht nur um uns beide. Wir sind verflucht. Ein Fluch, was? Ich sage euch, was wir machen. Wir ignorieren diesen verdammten Fluch einfach und sorgen dafür, dass alles wieder so wird wie früher. Da kommt ihr ins Spiel. Ich habe jede Menge Arbeit für euch, mit der ihr uns bei der Rückkehr zu altem Glanz verhelfen könnt. Ihr müsst einfach nur fragen. Dann kommen wir beide so sauber wie nach einem Bad aus der Sache heraus. Bleibt an meiner Seite. Dann wird niemand eure Anwesenheit auch nur ahnen. Schritt wächst. Alle Augen sind auf euch gerichtet. Enttäuscht uns nicht. Nehmt jede Arbeit an, die ihr bekommt. Ihr seid also Brynjolfs neuer Schütze. Werft einen Blick drauf. Das ist irgendwas. Ah, ich bin hier. Danke. Ja. Langweilt ihr euch? Würdet ihr etwas? Ihr seid also der neue Rekrut. Es sieht so aus, als ob wir uns gut miteinander vertraut machen müssen. Warum? Ich bin hier unten der Hehler. Wenn ihr etwas habt, das euch nicht wirklich gehört, zahle ich dafür. Abzüglich eines kleinen Gildenanteils, versteht sich. Ab und zu kann ich für eine kleine Gebühr auch einige für unsere Branche nützliche Dinge anbieten. Und was? Natürlich. Wie wäre es, wenn ich euch von Heuler niederschlagen und in die Zisterne werfen lasse? Ich bin schon lange im Geschäft und habe alles gesehen. Ihr könnt auf hart machen, auf intelligent, was immer ihr wollt. Letzten Endes interessiert uns hier unten nur, wie viel Gold ihr uns einbringt. Verstanden. Gut, dann gibt es nicht mehr viel zu sagen. Hier ist eure Rüstung. Sorgt dafür, dass ihr sie gut nutzt. Was gibt ihr mir dafür? Ich habe Münzen und ich habe Waren. Mal sehen, ob wir uns einigen können. Brauche ich alles nicht. Hier. Gelesen. Da sollte reichen. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Wie wäre es mit etwas Arbeit oder wollt ihr lieber den ganzen Tag ziellos herumlaufen? Auch wenn ihr eine. So, wir könnten natürlich jetzt.
uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Wir machen das. Ja, wir werden als nächstes den Rattenweg ins Gewölbe gehen, da wir ja auch noch mit dem Opa reden müssen und dem alten Mann, den alten Herrn. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr mit dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.